So, jetzt kommt ein super wichtiges Video. Hör auf, nach Beziehungen und Liebe zu jagen. Warum? Also erstmal, gut, das machen wir alle, mehr oder weniger, machen alle, die auch in diesen schwierigen Beziehungen waren, haben damit zu tun, dass sie das machen. Erstmal, ja, warum macht man das? Man fühlt es innen nicht, man wäre so gerne in einer Beziehung und dann fängt man an, weiß ich nicht, den Ex, die Ex zu jagen, neue Beziehungen zu jagen, auf Tinder, irgendwie Parship, whatever. Und welche Energie sende ich dann aus? Also welche Energie sendet Jagen aus? Also Jagen hat die Energie von jemand läuft weg, ne, dem ich hinterher jagen muss, ne? Das heißt, ich bin so in so einem Mangelzustand, der ja auch so erlebt wird, ne, so ein emotionaler Mangel, dass ich diesem Objekt, meinem Jagdobjekt, muss ich hinterherlaufen, bis ich es erlegt habe. Und was macht das Jagdobjekt? Das läuft natürlich weg. Also wenn ich sozusagen in diesem Mindset denke von, ich muss jemand jagen, sende ich genau, ja, diese andere, soll ich mal sagen, Vibration aus von, kann ich nicht bekommen, weil ich muss dem ja immer hinterherlaufen, so, ne? Ich bin in diesem Film gefangen, sozusagen, wo ich der Jäger bin, der andere ist, ja, weiß ich nicht, das Opfer oder, keine Ahnung, muss überzeugt werden und ich bin eigentlich, sende ich einen permanenten Mangel aus. Das ist genauso, ja, vielleicht, also kennst du das von Situationen, wo man jemand so richtig, richtig gut findet, richtig, richtig, richtig gut, richtig, richtig, richtig gut. Ich muss unbedingt mit dir ausgehen, ich muss unbedingt mit dir Wein trinken gehen, du musst das und das und das und das. Ja, welche Energie sendet das aus? Das ist irgendwie abtörend, ne? Das schiebt einen geradezu weg. Und wenn du mit dieser Energie oder an dieses Thema Liebe, Dating rangehst, sendest du permanent eben ja ins Universum aus, ich bin im Mangel und das Universum kennt ja nur Anziehung, nicht Abstoßung. Das Universum, ah, na, da ist Mangel, Schwingung, dann schicken wir mal noch mehr Mangel hin, sozusagen. Ja, ist irgendwie scheiße, aber ist so und du kannst es ja auch anders angehen. Das ist einmal diese Idee von so einem ganzen nice geilen Leben und Selbstliebe. Ich weiß, es ist mühsam, obwohl nice geiles Leben ist eigentlich nicht mühsam, aber gut. Selbstliebe kann manchmal mühsam sein, aber es geht darum, dass du aufhörst, so eine Nebenrolle in deinem eigenen Film zu spielen und sagst, also ich bin eigentlich ständig hier auf so einer Nebenrolle und die Hauptrolle haben andere Menschen, weil du kannst ja dein, es ist ja dein Universum, du kannst es ja beeinflussen und du kannst sagen, nee, ab jetzt spiele ich die Hauptrolle, ne? Ab jetzt, weiß ich nicht, ich sage ja immer wie James Bond, meiner Ansicht nach, ist auch egal, wenn ihr mit James Bond Probleme habt, aber bist halt da und du denkst, ey, ich bin eh eine geile Socke irgendwie, muss mich da gar nicht drum kümmern, um dieses Thema, dann kommt es ja auf einmal zu dir, dann jagst du es nicht mehr, sondern du verkörperst es selber, du verkörperst selber, ich bin gut genug, ich muss nichts jagen, ich bin hier, ich bin in meiner Kraft irgendwie. Und dann ziehst du es quasi an, wie Magnet. Also es ist, ich meine, ich habe das auch nicht in allen Lebensbereichen gemeistert, aber grundsätzlich merke ich schon, dass das so funktioniert, dass du in dem Moment, wo du nicht mehr kämpfst und irgendwas, sondern wo du einfach, und da ist dieses nice geile Leben so super wichtig, ne, wo du einfach das machst, wo du so richtig Bock drauf hast, ne? In dem Moment sendest du eine ganz andere Schwingung aus und ja, ziehst ganz andere Umstände an und wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dann schwingst du auch nicht mehr auf diese Energie von Ego-Beziehung und Toxik und ja, und im Idealfall, weiß ich nicht, also du nimmst bestimmte Sachen gar nicht mehr wahr. Das ist ja so, ich kenne das auch von Klienten, wenn die über einen Ex wirklich hinweg sind, auch wenn der im gleichen Stadtteil wohnt, die sehen den nicht mehr, treffen den nicht mehr, das ist nicht mehr da, also du bist kein Match mehr. Ist vielleicht noch ein Match für neuen schwierigen Kram, aber wo wir dann wieder dran arbeiten darf. Aber es betrifft auch andere Themen, in denen sobald du hinter etwas hinterher jagst, irgendwo sendest du, strengst dich wahnsinnig an und sendest aber gleichzeitig diese Mangelenergie aus. Das ist so, als wenn du aufs Gaspedal trittst, weil du willst es ja und das ist so, also, dass du diesen Wunsch hast, grundsätzlich ist auch total in Ordnung und trittst aber gleichzeitig
auf die Bremse durch dieses Hinterherjagen. Ja. Und da tendiere ich jetzt auch mehr und mehr zu sagen, ist vielleicht nicht so die beste Idee, aber könnt mir gerne eure Erfahrungen weiter schreiben, so mit Tinder und so zu arbeiten, weil das natürlich, also es dürfte schwierig sein, das in so einem Mindset zu machen von, ich bin die geilste Sau auf der Welt irgendwie, weil das hat natürlich immer mit Jagen zu tun, ne? Also nochmal wischen, nochmal wischen, nochmal wischen, noch mehr Likes irgendwie, noch mehr Matches generieren und eins reicht nicht, lieber zwei, drei, fünf, zehn und noch mehr mein Ego aufpumpen ist natürlich, ja, ebenso wieder dieser Vibe von Jagen und das könnte auch ein Grund sein, warum das so oft, also könnte ich mir gut vorstellen, und eigentlich sogar ziemlich sicher, dass es ein Grund ist, warum es oft nicht klappt, ne? Weil dieser Jagd-Vibe da drin ist, ne? So, und diese Umstellung, dich auf dich zu fokussieren, auf deine Kraft, das ist halt total schwer, weil es scheint ja erstmal so, als wenn ich das jetzt aufgebe, dieses Jagen, dann habe ich überhaupt keine Chance, aber lass das Wild zu dir kommen, ne? Hör auf, es zu jagen, weil wenn du da einfach stehst auf der Wiese, vielleicht kommt das Reh dann von selber an und du musst es nicht jagen, wie so ein, mit deinem großen Jagdgewehr irgendwie. Ja, interessante, Bilder hier, die ich hier produziere. Ja, also hör auf, es zu jagen und ja, konzentriere dich auf deinen eigenen Film. Also du bleibst dann nicht alleine, sondern du hast vielleicht die Möglichkeit, da Energien zu dir zu ziehen. Ja, die du vorher einfach mit diesem Jagd-Vibe nicht ziehen konntest. Probier es mal aus. Oh Gott, muss sogar schon niesen, ne? Probier es mal aus und zieh wirklich, stell dir mal vor, du bist ein Magnet. Also zieh es einfach das an, aber das kann natürlich nur funktionieren, also wenn du jetzt da sitzt und sagst, ich bin jetzt Magnet und ich jage jetzt mit meiner magnetischen Energie, das funktioniert natürlich auch nicht. Du musst es wirklich fühlen, ne? Du musst es wirklich fühlen und ja, in dir stärker machen, diesen Vibe, ne? Dass das wirklich rankommen kann. So. Hört sich vielleicht erstmal schräg an, aber fühlt sich dieses Jagen gut an? Fühlt sich dieses, weiß ich nicht, immer wieder zu überlegen, warum ist der Ex jetzt weggegangen? Kann ich den nochmal von mir überzeugen? Obwohl er gar nicht mehr mit mir reden will? Keine Ahnung, fühlt sich das gut an oder fühlt sich das gut an, ja, immer in so einem Modus zu sein von, es ist sowieso nie genug da für mich und alles ist Mangel und ich bin zu alt und zu dick und zu fett und zu schlau und zu geil und so, nein. Nee, das ist, das fühlt sich nicht toll an und ich hatte gestern noch ein Gespräch mit jemand, die sagte, Mensch, da kam mir im Gespräch, kam die Idee, dass sie ihren Beruf vielleicht mal ganz anders handhaben möchte. Und das sind genau diese Momente, so was jetzt Beruf ist, oder sie hat auch gemerkt, dass sie in Beziehung eigentlich auf ganz andere Sachen in Zukunft fokussieren möchte, dass sie merkt, wow, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ich bin. Ich habe irgendwie, auf einmal merke ich eine ganz andere, da kommen ja ganz andere Sachen raus und ich erkenne mich gerade gar nicht mehr wieder. Das sind genau diese Momente, wo so Veränderung stattfindet und wo du Schritt um Schritt in ein anderes Energiesystem kommen kannst. Das geht nicht von heute auf morgen, es gibt bestimmt immer wieder Tage, wo du da ja auch mal einen Scheißtag hast und einen brutalen Rückschritt hast, aber es ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil es sowieso, solange wir hier, also es wird von uns keiner fertig werden in diesem Leben, ne? Solange wir leben, geht es immer weiter, dürfen wir immer auf ein neues Level kommen, dürfen wir immer weiter gehen, neue Sachen lernen. Das hört sowieso nie auf. Deswegen kannst du auch gleich jetzt und hier entspannen und sagen, ja, ich bleib jetzt mal mehr in der Fülle.